Hallo und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich möchte mit euch heute Karten basteln und zwar Trauerkarten. Ich habe euch ja gesagt, dass ich eine große Kartenphobie habe. Allerdings habe ich gerade gemerkt, bei Trauerkarten fällt mir das etwas leichter, was wahrscheinlich daran liegt, weil da so ein gewisser Rahmen vorgegeben ist. Ich zeige euch mal, was ich schon gewerkelt habe. Und zwar einmal die hier. Da habe ich dann in einen Spruch gestempelt. Dann habe ich einen Briefumschlag. Das finde ich immer nett, wenn der auch so ein kleines bisschen gestaltet ist. Und ich habe diese Karte gemacht. Und das ist auch das, was ich heute mit euch mache. Und so sieht sie dann von innen aus. Auch hier den Briefumschlag ganz dezent gestaltet. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar arbeite ich auch unter anderem mit Produkten von Stampin' Up. Ja, weil ich davon einfach überzeugt bin. Und die Kartenbasis ist schiefergrau in diesem Falle mit den Maßen 20,5 x 14 und gefalzt bei 10,25. So, dann habt ihr diese Basis. Die Innenmattung ist 9,7 x 13,5. Das Ganze braucht ihr zweimal, einmal noch für außen. Dann habe ich schon vorbereitet diese Streifen für hier so an die Seite zu kleben. Da ist der schiefergraue 13 x 1 cm und der silberne Spiegelkarton ist 13 x 0,5 cm. Dann würde ich sagen, legen wir los. Lege ich mal zur Seite und das auch. Ich werde jetzt zuallererst die einzelnen Teile zusammenkleben. Seht ihr überhaupt? Überschuss abschneiden. Und dann können wir das schon mal auf die Karte kleben. Man braucht nicht viel Flüssigkleber, nur ganz dezent. So, und ich habe gerne hier einen kleinen Abstand. Ich finde, das lockert das Ganze noch ein bisschen auf. So, dann hole ich mir noch ein Stück Flüsterweiß. Ich habe schon mein Stempelkissen hier in Schiefergrau. Im Übrigen arbeite ich mit dem Stempelset von Viva Decor. Kennen wahrscheinlich auch schon die meisten von euch. Da habe ich mir für diese Karte das Blatt ausgesucht. Und das stempel ich jetzt einfach hier drauf. Ich möchte gerne so einen kleinen Rahmen da drum haben. Können wir da
zumachen. So, und dann habe ich auch den Papierschneider von Stampin' Up. Das war die erste und beste Anschaffung. Vorher habe ich alles mit der Hand ausgeschnitten. Das war etwas mühsam. So, und da ich einen kleinen Rahmen möchte, nehme ich mir das hier an. Gucke ungefähr, nur gefällt mir noch nicht ganz, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Da kann ich euch jetzt keine Maße zu sagen, weil das ja jeder anders möchte. Ne? Im größeren Rahmen oder im kleineren Rahmen. So, dann gleiche ich das hier noch ein bisschen an. Ja. So. Und hier unten. Okay, das gefällt mir ganz gut. Dann habe ich hatte, da ist es. Noch so ein Rest Spiegelfolie, der ungefähr, ja, der passt noch gut von den Maßen. Das werde ich jetzt auch einfach Pi mal Daumen oder per Augenmaß. So, das müsste passen. Jawohl. So, das war schon alles. Dann können wir die beiden Teile aufeinander kleben. Ich arbeite am allerliebsten mit Flüssigkleber. Von Anfang an. Ich habe natürlich für einige Projekte auch doppelseitiges Klebeband. Das ist auch okay, aber für Karten, wenn ich mal eine Karte mache, auf gar keinen Fall, weil ich klebe grundsätzlich schief. Und mit dem Flüssigkleber, da habe ich eben noch so ein paar Sekunden die Chance, ein bisschen nachzujustieren. So, dann lege ich mir das so ungefähr hier auf, wie ich das gerne hätte, weil hier unten kommt noch dieser Spruch hin. So, und dann schätze ich ab, ich möchte wie hier bei der Karte so im Hintergrund noch so ein bisschen die Blümchen haben, weil mir das sonst zu kahl und zu leer ist. Also werde ich hingehen und ich werde nicht den ganzen Stempel benutzen, sondern halt nur so die Hälfte, dass ich vermehrt die Blüten habe und halt nicht die Stängel. So. Auch wenn sich das dann hier mehrfach trifft und da die Farbe stärker ist, das macht gar nichts. Das sehen wir nachher nicht mehr. Da kommt ja dann unser Blatt drauf. Das gefällt mir ganz gut. Dann machen
machen wir das hier wieder zu. So. Und dann können wir das auch schon aufkleben. Gefällt mir ganz gut. Dann stempel ich jetzt noch den Spruch. Ich gerade komme. Zack. So. Und schon ist die Karte fertig. Ich möchte die Ränder noch ganz vorsichtig distressen, so einen ganz kleinen Rahmen nur. Wirklich nicht viel. Ganz dezent. Dann kleben wir das Ganze jetzt schon auf. Okay. Ah, hier ist ein bisschen schief. Seht ihr? Aber gut. Dann kleben wir noch die Innenmattung auf. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt noch den Briefumschlag. Das ist ein handelsüblicher Briefumschlag. Diesen kleinen Teilen, das lege ich mir immer gern auf die Matte, damit ich das ordentlich auf den Block bekomme. Und ich nehme mir wieder mein Schiefergrau. Und dann werde ich einfach hier am Rand stempeln. Wunderbar. Dann noch einmal
Die Blume, die passt genau hier drauf. Fertig. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen und Anregungen geben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.